Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Auf der Jagd mit Karl. So, heute hat es uns in das Hunting Reserve Hirschfelden verschlagen, um ein bisschen auf Rothirsch zu jagen. Ich habe auch wieder an einem Wettbewerb teilgenommen, und zwar den 19th Century Red Wettbewerb. Darum geht es mit einem. Ach, ihr werdet es schon merken. Ich will jetzt noch nicht zu viel vorausnehmen. Seit meinem letzten Video, das ich hochgestellt habe, ist einige Zeit vergangen. Und währenddessen ist auch ein neues Update rausgekommen. Jetzt gibt es nämlich auch den Multiplayer-Modus für The Hunter. So, da ich noch nie Multiplayer gespielt habe und es nur auch. Ja, und ich auch nicht die Aufnahme mit einer neuen Probe damit belasten möchte und ich mich einfach unglaublich auf diese Jagd gefreut habe, dachte ich mir, mache ich diese noch einmal alleine und vielleicht in der nächsten Aufnahme werde ich mal vielleicht einen Kumpel dazu holen, der mit mir jagen geht, um einfach mal zu testen, ob sich's wirklich lohnt, das Multiplayer zu spielen und eben nicht. So, der Multiplayer-Modus ist aber noch nicht die einzige Modification. Da habe ich hier zum Beispiel einen Inventarmodus. Ja, die Waffen habe ich jetzt extra weggelassen. Haben wir extra noch einen Waffenslot, den man freischalten kann. Steht auch da ab einem Hunterscore von 600 und das hier für auch 600, ja, das hier sind noch 180 und 360. So, und du kannst jetzt auch wirklich bei allen Nebenausrüstungsgegenständen hast du sozusagen, kannst du frei wählen. Ich könnte jetzt auch die alles mit Lockrufern bestücken, aber das wäre sinnlos. Deswegen, ich habe schon die Taste geändert. Normalerweise wäre, wo hier B steht, 7. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Ich habe schon ein paar versucht, Aufnahmen zu machen. Die erste Aufnahme ist in Sand gesetzt wegen Fraps. Die zweite Aufnahme war grausig, da hatte ich Tonprobleme. Das wollte ich euch nicht zumuten. Und jetzt die dritte Aufnahme. Hoffe ich mal, wird vernünftig. Ich habe gerade eben kontrolliert schon, ob der Ton wieder richtig sitzt. Tut er. Ich hatte nämlich das Problem, dass man nur mich gehört hat und nichts vom Spiel. Das fand ich etwas scheiße. So, außerdem haben wir noch eine Kapazitätsanzeige. Finde ich gewöhnungsbedürftig, da du nicht alles mitnehmen kannst, was du möchtest. Früher konntest du ja Dreibeinhochstand, einen Baumsitz und ein Tarnzelt. Wie Waffen, Munition reichlich, kannst du alles mitschleppen, hast du jetzt nicht mehr. Ja, auch eine ganz gute Idee. Und Bekleidung kannst du jetzt auch während der Jagd wechseln. Finde ich auch nicht schlecht. Und du kannst jetzt auf jedem dieser Buttons einfach hochklicken und hast freie Wahl von dem ganzen Zeug. Wenn du eine Waffe auswählst, kannst du Munition wählen und dann gleich danach ein Zielrohr. Ist auch nicht schlecht gemacht, muss ich schon sagen. So, ja, dann würde ich mal sagen, ich habe ja gesagt, wir werden auf Rothirsch jagen. Eine meiner Lieblingsspezies in dem gesamten Spiel. Und dazu möchte ich noch mit einer meiner Lieblingswaffen überhaupt jagen. Die habe ich noch nicht vorgestellt. Und anfangen werde ich erstmal mit meiner Nebenwaffe. Ich habe ja immer so ein Nebenwäffchen. Und da wollte ich den Compoundbogen mitnehmen. Einfach was Leises. Und hier seht auch schön, dass man auch gleich hinterher Munition wählen kann. Finde ich ganz nützlich. So, und dann kann ich das gleich nochmal machen. Bam. Das ist doch schön. So, und unter, wenn man nicht gerade draufklickt, hat man Kapazität, Kosten, Einheiten und sowas alles. Da kannst du hier überall gucken. Der hat zum Beispiel eine Kapazität von 2, während der Hochstand 7,5 hat. Könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber ich weiß es. So. Ich muss jetzt mal gucken, habe ich alle anderen Dinge? Rufer, 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 Rufer. Ach so, die Jagd wird folgendermaßen ablaufen. Ich werde zwei Aufnahmen starten. Die erste ist jetzt eine Abendjagd auf Rot und Rothirsch vor allem. Und die zweite wird dann nach einer kleinen Übernachtung hier in der Ollen Lodge oder wo auch immer, wird dann sein, dass ich in den Morgenstunden noch versuche, ein schönes Wildschwein rauszuholen. Also zerlegen und mal sehen, wie viel Glück wir haben. So, aber jetzt zu meiner Waffe. Und zwar den Caps Lock Vorderlader Kaliber 50.
Ah, Cap Lock. Ja, ich will immer Caps Lock sagen. Ich weiß nicht. Das habe ich auch mal aktiviert, Cap Lock. So, dann haben wir gleich mal hier ein bisschen rein. Ja, das müsste an Munition reichen. Ich brauche sowieso nicht so viel. So, und warum ist es eine meiner Lieblingswaffen? Es ist einfach unglaublich. Das Ding hat einen Flair. Und auch eine Neuigkeit, man sieht die Waffen so nicht mehr. Er hält sie nämlich jetzt mittlerweile so, deswegen muss ich jetzt so nachladen. Ein paar Besonderheiten dazu ist eine Waffe, die auf 50 Meter eingestellt ist. Das heißt, wenn das Tier näher als 50 Meter dran ist, fliegt die Kugel sozusagen über der Sichtlinie. Nee. Jetzt regnet es, sehr schön. Mal gucken, wie das mit meinem Caps Lock Vorderlader funktioniert. Okay, weil ich hatte schon eine Jagd. Ich weiß nicht, ob das, ob der Caps Lock Vorderlader bei Regen nicht mehr funktioniert, aber es scheint doch noch zu funktionieren. Interessant. Weil ich hatte eine Jagd, da war ich 10 Meter vom Rotisch entfernt. Wollte abdrücken und dann hat er nicht mehr anvisiert. Das fand ich schon ärgerlich. Ach ja, ich war ja bei Besonderheiten der Waffen. Also, wenn es hier näher als 50 Meter ran steht. Ja, was soll ich sagen? Fliegt die Kugel über dem Sichtbereich und dahinter unter dem Sichtbereich. Ja, hat richtig viel Wumms und ist eine klasse Waffe. Braucht zwar 20, 30 Sekunden zum Nachladen, aber lohnt sich definitiv mit der zu jagen. Ich habe bisher 100% Treffergenauigkeit und 100% aller Schüsse sind wirklich tödlich gewesen. Klasse Teil. So, bei der Karte hat sich auch etwas geändert. Man hat jetzt nicht nur diesen Terrain-Look, sondern man hat gleich diesen Karten-Look. Und man kann mittlerweile auch Aktionspläne zeichnen. Auch nicht schlecht und eigentlich ganz gut, wenn man erklären möchte, wo man langlaufen möchte. Um es kurz zu machen, ich habe mir vorgestellt, erstmal hier unten zu den Feldern. Mal gucken, was da so abgeht. Rüber über den Fluss. Auf die andere Seite zu den Feldern. Hin zu den Maisfeldern. Rüber zu den anderen Feldern. Und dann wieder zurück. So habe ich es mir vorgestellt. Vor allem, weil mir ist aufgefallen, dass vor allem in dem Teil viele Rothirsche zu treffen sind. Ach, Mist. Naja, sieht jetzt nicht gerade toll aus, dass in dem Teil viele Rothirsche zu finden sind und in dem anderen Teil viele Schweine. Deswegen, ich denke mal, das werden wir in der Abendjagd schaffen. Und den Rest werden wir dann in dem morgendlichen Jagdlook auskundschaften. So, noch ein kleiner Tipp dazu. Na, dieser Weg wird nicht auf dem Huntermate angezeigt. Dachte ich mir, schön, jetzt sehe ich endlich, wo ich langlaufen kann, aber nix da. Wird nicht angezeigt. So, den Aktionsplan lösche ich mal wieder, weil ich ja weiß, wo es hingeht und ihr wisst es auch. Und damit könnte man jetzt sagen, die Jagd zu öffnen. Und ja, einige Tasten sind auch verlegt worden, um es ganz lustig zu machen. Ich kann endlich meine Füße sehen. Unglaublich, was? Das ärgert mich nämlich an manchen Ego-Shootern, du siehst die Füße nicht. Crysis 3 hat ja so gemacht, dass man die Füße extra sehen kann. Und jetzt ist zur Hand auch nachgekommen. So, weitere Spezialität. Ich kann nicht liegen, cool. Beim Kriechen wackelt man hinterher. Auch nicht schlecht, was? Aufstehen und im Hocken, wenn man läuft und dann anhält, setzt man sich noch ein kleines Stückchen ab. Ja. Mehr gibt es zum Update auch nicht zu sagen. Vielleicht kommt ja noch was, was mir nicht aufgefallen ist. Warte mal, ich werde mal versuchen. Ja, geht alles doch noch. Und ihr kennt ja die Leier, wenn ich ein
jagdwürdiges Tier gefunden habe, oder auch mal so zwischendurch, werde ich mich natürlich wieder bei euch melden. Und bis dann unterbreche ich die Aufnahme. Bis gleich. So Leute, und da bin ich wieder. Ich habe einen weiblichen Rothirsch gesichtet. Und ja, die Dame scheint allein zu sein. Ich hatte den Ruf vernommen und hab's angelockt, aber ich dachte, das wäre eine größere Herde gewesen. Und da hält sich dann meistens auch ein männliches Tier auf. Aber in diesem Fall scheint es nicht so zu sein, es ist nur ein weibliches Stück. Vollkommen unwichtig für uns. Das heißt, wir werden es in Ruhe lassen und einfach weiterziehen. Mittlerweile habe ich die kleine Feldergruppe unten erreicht. Und hier habe ich schon schöne über 200er Hirsche rausgeholt. Na, sag mal. So, ja, dann melde ich mich wieder, wenn ich was männlicheres gefunden habe als das da vorne. Und sagt dann bis gleich. So Leute, ich hab's geschafft. Ich habe einen fetten männlichen Rothirsch ausfindig gemacht. Dem werde ich gleich mal einen rufen. Und er ist genau vor mir. Sehr schön. Ach so, mittlerweile befinde ich mich sehr weit unten. Vor allem hier im südlichen Teil der paar Felder kann man auch sehr schöne Rothirsche beobachten bzw. legen, weil hier auch unglaublich viele langrennen. Vor allem wegen diesen wunderschön offenen Flächen. Jetzt bin ich ja der Meinung, dass wir eine Runde warten. Vor allem auf den Rothirsch. Ach ja. Ich könnte noch 10-mal sagen, wie glücklich ich bin, dass ich endlich diese Jagd mit euch teilen kann. Jeder hat ja sozusagen seine Lieblingswildart. Manche mögen ja Schwarzbären. Oder ich kenne zwar keinen, der gerne auf Truthahn geht. Aber da wird es auch noch einige geben. Und ich gehe halt gerne auf Rothirsch, ist einfach Topwild. Da ist er ja. Fast. Jo, ich kann ja schon mal durch unser schlaues Fernglas gucken. Noch sehe ich nichts. Macht ja auch nichts. Da vorne müsste irgendwo sein, aber gut. Also Rothirsch ist mein Lieblingshirsch, also weil einfach die Geweihe unglaublich sind. Und auch der Klang, der Ruf, das ist einfach. Ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal einen solchen Ruf vernommen habe. Das war einfach ein unglaubliches Gefühl. Und da kommt er. Mann, oh. Heidewitzka. Ach du Heini. Ich werde mal hinlegen. Ich weiß nicht, ob ihr dann schon gesehen habt. Das ist ja ein. Das ist richtig schöner. Gucken wir mal, Gewicht 190 bis 42 Kilogramm. Ja. Ach so, als Information, man kriegt diese Gewichtsanzeige dazu, wenn man Stufe 3 bei Sichtungen ist. Ich bin noch dabei hochzuspielen, wie gesagt, auf höhere Stufen. Oh, das ist ein schöner. Ach so, ich habe meinen Caplock vor der Lader. Jetzt habe ich es richtig gesagt.
auch einen Namen gegeben, und zwar Betty. Ja, der Name ist zwar ziemlich ausgelutscht, aber ich meine, was soll's? Betty hat Hunger. Vor allem mag sie Rothirsch. Das ist ein richtig toller Hirsch. Ja. Komm noch näher. Ach so, mittlerweile kann man sich auch beim Kriechen schneller drehen um die eine eigene Achse. Finde ich auch ganz nett. Man merkt schon richtig, dass. Oh, guckt euch das doch mal an. Ist das ein Rottisch? Komm weiter. Oh, könnte ein richtig schöner werden. Also über 200 hat er 100 pro. Ich kann ja mal hier zählen. 1, 2. Ja, du stehst gerade doof, mein Freund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, der Ding hat mindestens 12 Ender oder mehr. Na komm. Bist auf 50 Metern. So. Das wäre genau die Entfernung. Wenn ich jetzt nämlich abdrücken würde, ne, wäre es genau die Sichtlinie. Das heißt, ich würde wirklich dahin schießen, wo ich möchte. Aber wir lassen ihn mal noch ein bisschen kommen. Oh, ist das ein Tier? Ist das ein Tier? Komm näher, mein Freund. Guckt den euch an, wie er einfach nur dasteht. Hammer. So, das Gute an unserer Betty ist, dass sie eine unglaubliche Wundverursachung hat. Das heißt, auch wenn wir den Schuss nicht gut setzen, ist sie immer noch gut genug. Ich werde jetzt den Schuss setzen. Genau jetzt. So, Nachteil, man sieht auch für den ersten Moment nicht, was passiert ist, und er ist tot. Oh. So, jetzt haben wir das uns richtig verdient. Ich sehe ja immer so gern zu, wenn er nachlädt. Gucken wir uns das doch mal eben genau gemeinsam an. Jetzt legt das Schwarzpulver rein mit einer Kugel. Und die schwebt gerade in der Luft. Ist sehr witzig. Ja, jetzt stopft er es nach hinten. Und fertig. So. Ja, und ich kann noch anvisieren. Perfekt. Falls ihr euch fragt, warum ich gerade kontrolliert habe, ob ich noch anvisieren kann. Wie gesagt, ich hatte schon mal einen richtig schönen 200er Rothirsch. Oh, das ist ein guter Schuss gewesen. Der hat sofort ausgenommen. So, um zurückzukommen zum Thema. Ich hatte mal einen 200er Rothirsch, ne? Der stand 10 Meter von mir entfernt. Ich wollte die Knarre rausholen und es ist nichts passiert, weil der irgendwie nicht mal anvisiert hat. Und um das vorzubeugen, kontrolliere ich jetzt lieber. Können wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Boah! Gucken wir mal. 239,992. Also, das ist schon ein richtiges Teil. Zwar nicht mein bester, aber wir sind Platz 12 im Wettbewerb. Nicht schlecht. Ja, man merkt auch, dass die eine Stange hier ziemlich dünn besiedelt ist, während die andere etwas dicker ist. Ziemlich unegal gewachsen. Aber an sich ein schönes Tier. Ein sehr schönes Tier. Noch ein schönes Foto. Ja, so sieht das doch gut aus. So, dann haben wir heute unseren ersten Rothirsch erlegt. Tolles Gefühl. Also, unglaublich. War ein wirklich schöner Rothirsch gleich zu Beginn der Jagd. Ich jag ja erst seit einer halben Stunde. Gute Bilanz, halbe Stunde, ein Tier. Naja, dann werde ich mal sagen, gucken wir mal, was wir noch aus der Jagd rausholen können.
Und dann melde ich mich wieder bei euch, wenn ich wieder etwas gefunden habe. Bis gleich. So Leute, und ich habe wieder ein weibliches Stück Rothirsch entdeckt. Ziemlich klein auch noch. Ich habe dem nachgerufen, weil ich mehrere verschiedene Tiere gehört habe in dem Umkreis. Und dort denkt man sich natürlich gleich, ja, ist bestimmt auch ein männliches Tier bei. Tut dies hier noch eins? Ja, die kommen ziemlich nah auf mich zu. Das ist schon ärgerlich. Immer schon ruhig bleiben. Da kommt noch eines. Mann, oh Mann, das ist eine etwas größere Herde. Noch eins. Okay, vier Stück habe ich schon ausgemacht. Das ist nur eine große Herde, kann doch ein Männchen nicht weit sein. Dann kommt noch was. Noch ein weibliches Stück. Sehr viel weibliches Wild heute unterwegs. Aber dafür interessieren wir uns ja nicht. Ich möchte ein männliches Tier haben. Ja, dann zieht einfach immer mal weiter. Joa, das kannst du noch nie gewesen sein, oder doch? Ja gut, war vielleicht nicht das, was ich mir unter der Herde vorgestellt habe, aber war doch schön anzusehen, oder? Weil es ein paar wilde Rothirsche an einen vorbeiziehen sehen. Ist doch auch was Schönes. Da ist noch mehr. Durch das an, da ist hier noch ein Stück. Mann, oh Mann, das treibt aber den Sichtungsskill hoch. Ja, das scheint jetzt aber wirklich alle gewesen zu sein. Meine Güte, man kann nicht immer einen vollkommen unglaublichen Rothirsch an der Angel haben. Manchmal muss man sich auch mit den Damen zufrieden geben. Und mit diesem schönen Satz suche ich weiter und begebe mich wieder auf Jagd. Und dann sage ich, bis gleich.